Liebe Christinnen und Christen im Pastoralverbund an den Ruhrseen. Es gibt Situationen, die sind ganz alltäglich. Also der ganz normale Alltag, der vor sich geht. Und dann ist dieser Alltag durch ein Ereignis ganz anders. Nichts ist mehr wie vorher durch dieses Ereignis. Diese Situation kennen Sie vielleicht in zweierlei Hinsicht. Einerseits hören wir davon im Evangelium des heutigen Sonntags. Die vier Fischer, Andreas, Simon, Jakobus und Johannes, sie gehen ihrer alltäglichen Arbeit nach. Sie sind Fischer und werfen ihre Netze aus. Der ganz gewohnte Gang. Und dann ist da dieses Ereignis. In diesem Fall die Person Jesus Christus, die alles auf den Kopf stellt. Der Alltag ist nicht mehr wie vorher, denn er fordert die vier Männer heraus, folgt mir nach. Kehrt um, glaubt an das Evangelium, verkündet das Evangelium und dass das Reich Gottes nahe ist. So ist der Alltag der vier Männer nicht mehr von der Fischerei geprägt, sondern ganz anders als vorher. Und was auf sie zukommt, das wissen sie gar nicht genau. Sie lassen sich aber drauf ein. In einer ganz ähnlichen Situation stecken wir momentan. Unser Leben, das wir bis vor knapp einem Jahr noch kannten, der Arbeitsalltag, der gewohnte Alltag mit Hobbys und Aktivitäten, mit Begegnungen, ist ganz anders. Durch dieses Ereignis, durch das Coronavirus. Nichts ist mehr wie vorher, wir müssen uns zusammenreißen und anstrengen und uns an die Regelungen halten. In dieser Situation ist es nicht immer einfach, durchzuhalten. Aber es ist genauso wie mit den Jüngern und das können wir daraus lernen. Die Jünger machen sich auf den Weg und sie wissen nicht, was kommt, aber Jesus ist an ihrer Seite. Und so dürfen wir auch darauf vertrauen, darauf hoffen, dass Jesus jetzt an unserer Seite ist. Jetzt, wo wir weiter durchhalten müssen, wo wir die Zuversicht und Hoffnung nicht verlieren dürfen. Und das wünsche ich Ihnen an diesem heutigen Sonntag und in der kommenden Woche, dass Sie spüren, dass Jesus bei Ihnen ist, dass er Ihnen Zuversicht und Hoffnung zum Durchhalten schenkt. Eine Anweisung gab es diese Woche von der Regierung. Es gab Verschärfungen der Corona-Regeln, die betreffen die Maskenpflicht. Im öffentlichen Leben, beim Einkaufen, im Personennahverkehr müssen wir medizinische Masken tragen und auch das gilt für die Gottesdienste. Und so möchte ich Sie darüber informieren und Sie bitten, diesen Anweisungen Folge zu leisten, ab der kommenden Woche diese medizinischen Masken auch im Gottesdienst zu tragen. Und für die kommende Woche, für diesen Sonntag, wünsche ich Ihnen Gottes Segen, auch im Namen des Pastoralteams, und dass Sie das, was ich gerade gesagt habe, dass Sie spüren, dass Jesus bei Ihnen ist, dass er Ihnen Hoffnung und Zuversicht schenkt, das wünsche ich Ihnen. Ihre Gemeindeassistentin Leonie Goslicke.